Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trollface Quest Videogames 2. Nachdem die ersten 8 Level letztes Mal eher so semi-witzig waren und vor allem nicht schwer, machen wir heute die nächsten 8 Level und wir beginnen mit Flappy Bird. Ja, das ist Flappy Bird, das ist ein ganz schön großes Handy, to be honest. Wer spielt denn bitte auf dem iPad oder was das sein soll? So ein Spiel. Vor allem mit nur einer Hand. What the hell? Und der sieht auch nicht gesund aus ohne Haare und so. Okay, was können wir machen? Wir können... Okay, ich habe auf sein Ohr geklickt und dann ist komische Sachen passiert. Wenn ich auf das iPad klicke, dann pupsen wir auch nur. Ich glaube, ich kann den noch steuern. Warte mal. Wenn ich auf ihn raufklicke, dann kann ich ihn, glaube ich, steuern? Nee, kann ich nicht. Okay, dann vermute ich, dass wir einfach irgendwas wieder größer, kleiner machen müssen oder so. Oder dass wir... Okay, wir müssen außerhalb des... natürlichen Denken. Wir sind übrigens auf dem Klo. Hier unten rechts ist eine Toilettenrolle. Ich kann mir vorstellen, dass man die Röhren irgendwie nach oben und unten machen muss. Oder dass man seine Flügel irgendwie größer macht oder so. Irgendwie sowas kann ich mir vorstellen. Wenn wir irgendwo hinklicken, dann furzt er halt nur. Huch. Okay. Wenn ich... Okay, keine Ahnung. Ich habe ihn jetzt einfach häufiger angedrückt und dadurch ist... das Ding jetzt voll rausgepupst. Keine Ahnung, Leute. Oh, das Spiel kenne ich auch, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Okay, wir gehen einfach mal in die Toilette rein. Ich habe auf die Toilette geklickt. Jetzt sind wir in der Toilette drin. Sieht doch richtig aus. Scheinbar nicht. Was ist, wenn wir auf ihn raufklicken? Okay, er kommt zu uns. Was macht er denn? Er hüpft einmal im Kreis. Wenn ich auf die Toilette klicke oder hier oben hin, dann landen wir immer in der Toilette drin. Was ist, wenn wir auf das Tor hier unten klicken? Dann passiert gar nichts. Er läuft da einmal rum. Wir können ihn noch nicht aufhalten. Ich kann mir vorstellen, dass wir das irgendwie drehen müssen oder so. Jetzt dreh das Ding. Ah, wir müssen auf Klo, ja, wir sind... Okay, wir sitzen jetzt auf dem Klo drauf, aber jetzt, was jetzt? Wenn wir kacken. Und nochmal. Und dann kommt es oben wieder raus. War das jetzt richtig? Ja, jetzt echt? Okay. Whatever. Ich hinterfrag das gar nicht erst. Okay, was ist das jetzt? Irgendein Fischspiel. Kenne ich so gar nicht, was das darstellen soll. Okay, der Fisch beißt den Hai. Der auch. Und der Grüne auch? Ja. Okay, die beißen alle den Hai. Und wenn ich auf den Hai klicke, der Hai macht absolut gar nichts. Okay. Kann ich den Hai größer, kleiner machen? Okay, ich kann rauszoomen. Ja, Hai. Und jetzt? Nochmal rauszoomen. Er frisst den Hai. Alles klar. Warte, wir machen das nochmal, weil hier unten ja auch noch diese Dinger waren. Ich möchte einfach nur sehen, was da passiert. Also wir können den Hai ausrüsten, dass er so ein kleines U-Boot ist. Everything is on. Okay, greif an, mein kleiner Hai. Töte ihn. Okay, er macht trotzdem gar nichts. Können wir jetzt trotzdem noch rauszoomen? Nee, guck mal, jetzt können wir nicht mehr rauszoomen. Das geht wirklich nur, wenn nichts an ihm dran ist, wie es aussieht. Ja, damit wollten sie ihn auf die falsche Spur locken. Ja gut. Nom, 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 nom. Haben wir zumindest eine Errungenschaft geholt, ist doch toll. Alles klar, nächstes Spiel. Okay, wir sind ein Sicherheitsmensch und er zeigt uns seinen Pass mit einer Pfote drauf. Ja, du bist ein Hund, nicht wahr? Du bist gar nicht der richtige Dude. Okay, wir wollen hier auf jeden Fall durchkommen. Da raff ich gar nicht, weiß auch nicht, was das für... Ah, Hitman soll das wahrscheinlich sein. Weil der eine Glatze hat, denke ich einfach, das ist Hitman. Der hat eine Glatze und der hat einen Anzug an, von daher. Was passiert, wenn wir auf die X klicken? Gar nichts. Was passiert, wenn wir auf die Pflanze klicken? Auch nichts. Was passiert, wenn wir auf die Kamera da klicken? Auch nichts. Was ist, wenn wir auf den Wachmann klicken? Passiert auch nichts. Können wir die Schranke aufmachen? Nee. Können wir Hitman irgendwie ausziehen? Auch nicht. Okay, Moment. Lass uns das mal analysieren. Er packt das Ding darauf und dann weiß der Wachmann, nee, du bist gar nicht dieser Hund, der du sein willst. Also vielleicht müssen wir irgendwas mit dem Gerät da unten machen? Auch nicht. Vielleicht während er das drauf hat? Ich raff das gar nicht, Leute. Ich glaube, ich brauche einen Tipp. Ich nutze mal einen Tipp. Wir müssen Hitman rüberziehen. Ah, okay, ich kann mir vorstellen, dass wir einfach den Hinterkopf darauf legen. Ja. Bestimmt der Hinterkopf, oder? Ja, es war so klar. Ja, das ist auf jeden Fall Hitman. Okay, kannst durchgehen. Ach ja, schöne Sache. Dankeschön, lieber Wachmann. So ein Scheiß. Ohne Witz. Okay, nächstes Level.
Das ist auf jeden Fall Russland. Ich weiß nicht, wie dieses Gebäude heißt, aber es ist Russland. Das ist dieses komische Gebäude in Russland, in Moskau, besser gesagt. Tetris, das passt. Tetris kommt ja aus Russland. Okay. Wir müssen wahrscheinlich irgendwie mit dem Dude weglaufen. Was ist das übrigens für ein Tetris-Stein? Den gibt's gar nicht. Alles fake hier. Das Schloss kann man nicht größer oder kleiner machen. Und wenn ich irgendwo hinklicke, dann kommt so ein Tetris-Stein von oben. Wir können den Mund öffnen. Wenn jetzt der Tetris-Stein kommt. Okay. Keine Ahnung, das ist bestimmt irgendein Meme oder so. Ich raff's aber so gar nicht, sorry. Das war einfach nur Bullshit. Okay, das sieht aus wie Snake.io, wenn ich to be honest bin hier. Da haben wir auf jeden Fall noch so ein einsammelbares Teil. Ja, wir sind dieser Wurm und müssen wahrscheinlich die Punkte hier einsammeln. Und das ist dann wahrscheinlich falsch. So, Punkte sind alle weg und wenn wir jetzt den Wurm nach oben ziehen. Nom 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 nom. Oh ja, lecker Schmecker. Los weiter. Ja, fress ihn auf. War's das schon? Hä? Aber ich konnte ja gar nichts anderes machen. Okay, Moment. Ich will wissen, wie man hier verlieren kann. Man kann hier gar nicht verlieren, ist die Sache, Leute. Ich kann nichts anderes machen, außer zu gewinnen. Was ist denn das dann für ein blödes Level, wo man gar nicht verlieren kann? Okay, das war ja mega dumm. Gut, Level 14 zackt schon mal. Da kann man nämlich gar nichts falsch machen. Where's my water? Das kenne ich auch. Das ist eine App. Da ist dein Wasser. Lou, ich mach dich... Säubere dich. Wir haben hier noch eine... Ach, das ist auch eine Bratpfanne. Ich dachte, das wäre eine Lupe oder so. Hier, Quietsche-Entchen. Nimm das Quietsche-Entchen. Oh Gott. Hä, das war auch... Mann, ich hab doch gar nichts gemacht. Wie soll man denn in diesen Leveln verlieren? Ich raff's nicht, Leute. Ich... Keine Ahnung. Okay, letztes Level für diese Folge. Die wird anscheinend viel zu kurz. Oh, das sieht aus wie diese Roboterkämpfe, wenn ihr die kennt. Die waren früher mal im Fernsehen. Wo Leute so Roboter bauen und die müssen sich dann umkippen und in Feuer reinwerfen und sowas. Ist ganz geil. Ja, bekriegt euch. Okay. Soweit schon mal. Ganz toll. Wie ihr, das war's. Okay, danke. Das wäre nämlich richtig lame gewesen. Der Rechte wird wohl irgendwie mit dem Ding hier das hochschieben können, dass der umkippt und der bohrt die halt kaputt. Ansonsten haben wir hier nicht so viel. Vielleicht ist das sogar schon richtig. Und jetzt müssen wir nur irgendwas anderes machen. Aber... Können wir vorstellen, dass wir wieder irgendwas drehen müssen oder hinten das... Ich hab gedacht, dass wir hier hinten irgendwie die Tür vielleicht aufmachen können, aber nope. Und jetzt kann ich auch nichts machen. Warum ist das denn los? Haben doch beide verloren. Dann kann ich mir vorstellen, dass ihr... Nee, sobald ich tippe, macht er so einen Scheiß. Ah. Okay, ich habe von oben nach unten gezogen, jetzt sind wir ein Suppendings. Und wenn wir jetzt gegen ihn gegenfahren... Dann... Das war's schon? Auch falsch? Okay, Suppe ist falsch. Machen wir nochmal. Suppe rein. Und jetzt? Was nur? Ich will mehr Suppe. Ach Gott. Warum? Es ist so dumm, ihr sollt euch bekriegen. Hälfte des Spiels geschafft, ja! Die fand ich aber auch schon wieder nicht so witzig. Was ist hier los? Okay, am witzigsten fand ich tatsächlich das mit Hitman. Der Rest war so, naja, man konnte halt nicht so viel falsch machen. Also die zweite Edition von der Video Game Edition ist irgendwie blöder als die erste, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich fand die erste schon nicht so gut. Gut, naja, Hälfte des Spiels geschafft. Ich hoffe, euch hat der Part trotzdem ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Und ich freue mich auf, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.